Weg, weg. Wir kämpfen nicht. Wow! Ich habe wieder die Hälfte des Lebens, beziehungsweise es ist nicht mehr zerbrochen, zumindest. Es ist ziemlich gut. Ich sollte hier auch echt alles mitnehmen, was es so gibt. Weil, wer weiß, wann ich das nächste Mal herkomme und so weiter. Und vor allem, wenn ich schon einen Stack davon habe, dann ist das auf jeden Fall besser. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu nah. Oh mein Gott, da ist Gold. Okay. Brauche ich? Muss ich mitnehmen, weil. War das auch die Insel, wo noch ein Gold war? Oder war das eine andere Insel? Ich glaube, das war sogar die Insel. Okay. Ja, wer hätte gedacht, dass man sich doch noch mal so erholen kann? Krass. Da kann ich dann. Was brauche ich denn nicht so? Das hier. Mit der Asche kann man auch düngen, oder? Genau, dann die Flasche. Brauche ich auch nicht so. Da ist noch ein Boot. Das, könnte noch mal hier nach dem Seaweed gucken. Es ist wieder da. Dann kann ich mir da noch eins fangen, schnell. Fangen. Pflücken. Einsammeln. Seaweed fangen. Okay. Das ist ganz cool, hier so ein kleines Boot auch auf der Insel zu haben. Also an jeder Insel so ein Boot ist schon ganz nett auch. Nein. Exit. So. Gefällt mir ganz gut. Nee, das nicht. In welche Richtung die sich das gerade so entwickelt. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin. So. Da oben das noch. Ich weiß jetzt aber noch nicht, was ich jetzt noch mit hier lasse. Also auf jeden Fall. Weil ich habe ja hier noch Zeug liegen und ich. Boah, Mann. Ich mache mir noch mal ein Feuer. Oder? Nee. Doch, jetzt habe ich schon. Damit ich die Kokosnüsse. Puh, Mann. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich esse das Seaweed. Oh, da ist eine Krabbe gefangen. Shit. Nee, die brauche ich zum Beispiel nicht, weil. Aber die. Nee, da würde ich auch diese nehmen. So, lass die beiden hier. Ach, im Prinzip ist es ja auch egal, weil das Zeug bleibt ja hier liegen. Dann brauche ich das da nicht in diese Tasche packen. Was ich aber brauche. In diesen Limestone, keine Ahnung. Also, ach man, das ist echt schwierig. Lass die Asche nochmal hier. Die muss auf jeden Fall in der Tasche sein. Dann habe ich von jedem Werkzeug eins mit. Die Kokosnüsse. Die Seeds kann ich noch essen. So, dann kann ich das Gold und die Flasche noch in die Tasche packen. Und dann kann ich. Genau, das brauche ich nämlich alles erstmal nicht. Hoffe ich. So, dann habe ich hier so ein kleines Ersatzlager oder so. Okay. Das ist jetzt aber wieder schwierig. Die Krabbe. Oh Mann. So, kann ich die auch. Ich kann die auch. Boah, Mann. Töten. Das Shirt. Was macht das Shirt? Das läuft sowieso gleich ab. Was kann das? Ich glaube. Gibt es das überhaupt? Nee, gibt's nicht. Ach, Mann.
Ich lasse das Shirt hier. Das bringt mir jetzt eh nichts mehr. So, dann habe ich Abigail mit dabei. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen Gold hacken und Kokosnüsse und so. Ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Hoffe ich. Und dann kann ich mir vielleicht, hoffentlich, endlich eine Science Machine bauen. Boah, ist hier viel los. Lauter Ungeziefer. Okay, ich muss doch noch einen Tag hier bleiben. Dann kann ich auch die Kokosnuss und das alles essen, weißt du? Okay. Aber ich mache mich trotzdem weiter auf den. Ja, wobei. Bei den Affen, das ist immer so doof. Das war doch aber. Da oben muss ich. Ich kann. Ach so, ich kann dann. Ich habe jetzt hier drei Boote. Das war eine coole Area. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bleib mal. Nee, geht weg. Bleib mal jetzt hier kurz über Nacht. Man sollte auch scheinbar nicht so nah am Wasser campen, weil. So, das koche ich, bevor es schlecht wird. Zwar nicht so viel Hunger. 109. 122. Ist ganz gut. Ach ja, so. Stein. Ach, oh Gott, ich habe schon so viel Holz. Okay. Dann würde ich fast mal sagen, sammle ich erstmal gar kein Holz mehr. Weil ich habe ja schon zwei Stacks fast voll. Kein Wunder, dass ich nichts tragen kann. Diesen Typ hier, keine Ahnung. Oh nein. Nee, ne? Soll ich dich mal killen? Fuck. Da, stirb. So. Dann habe ich wieder was für Piggy. Aber bin auch schon wieder. Aber eigentlich sollte das doch jetzt hier meinem Brain so ein bisschen geholfen haben. Ich sollte nicht kämpfen, wenn ich so wenig Lebenspunkte habe. Was? 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 Fackel, Fackel, Fackel. Was? Noch. Oh nein. Boah, Mann. Warum? Wie? Warum? Kann ich das mal bitte sehen? Hier ist sie wirklich tot. Was zur Hölle? Ach nö, es war so. Ich hatte einen Plan. Ich wollte. Ich wollte meine Station aufbauen. Ich wollte. Da war Gold. Und ich hatte. Alles. Ich hätte Rechtsklick. Hätte ich hier Rechtsklick, wäre alles in Ordnung gewesen. Alles wäre gut. Rechtsklick. Verdammt nochmal. Aber nein. Linksklick. Natürlich. Und dann. Okay. Gut. Ging trotzdem nochmal länger als erwartet. Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider wieder keinen Charakter freigeschaltet. Vielleicht mache ich das privat nochmal. Und dann können wir in der nächsten Runde gleich mit dem nächsten Charakter, neuen Charakter starten. Ich denke, ich werde jetzt auch erstmal ein neues Projekt starten zur Sendezeit quasi von Don't Starve. Das soll nicht heißen, dass Don't Starve nie mehr kommt. Es wird auf jeden Fall nochmal kommen, bin ich mir sicher. Aber ich habe so viele Ideen für noch andere Sachen, die ich gerne spielen möchte. Deswegen muss dann eben eine Sache weichen und da habe ich mich dann für Don't Starve entschieden. Aber das kann man ja auch immer ganz gut mal zwischendurch machen. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder eine Einfolgenstaffel sozusagen. Und ja, scheiße. Okay, also dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder Don't Starve gibt oder auch etwas anderes. Mal schauen, was dann das nächste Projekt jetzt sein wird. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden. Alles klar. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz meiner Dummheit.
Meiner unglaublichen Dummheit. Schade, richtig ärgerlich. Ach Mann, es hätte wirklich jetzt richtig gut laufen können, nachdem wir schon so früh gestorben sind und dann sie echt nochmal aufgerappelt hat. Naja, dazu ist das Spiel ja da. Okay, also jetzt wirklich. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.